keine saure Hänge. Hänge doch nicht so. Mach lieber deine Lupen dicht. Mach ich unterwegs. Ich muss heute noch nach Kiel. Ja und? Das ist doch immer euer Turn. Deswegen brauchst du nicht so zu drängeln. Aber ich muss erst noch zum Fischmarkt den neuen Jungen übernehmen. Wie kann? Nach zwei Dänen nun endlich der Stammhalter. Was? Na, der Stammhalter. Wieso? Na, bei dir. Auf dem Fischmarkt. Hast du eben gesagt. Ach, du euren Tüdelmoos. Hol die Furcht dich. Jo, ist gut. Grüßen Sie Kapitän Harmsen von mir. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Der Nächste, bitte. Harald Mewes, Schiffspraktikant. Kümo Henriette. Moment, bitte. Was nicht in Ordnung, Harald? Oh Mann, setz dich. Haben Sie Ihr Seedienst-Tauglichkeitszeugnis? Mhm. Ja. Danke sehr. Und die Ausnahmegenehmigung der See-BG. Mhm. Ja, danke schön. Wollen Sie die Musterrolle gleich mitnehmen an Bord? Davon hat mir Kapitän Petermann nichts gesagt. Entschuldigung, aber der Junge sollte hier nur seine Unterschrift leisten. Ich sehe das gar nicht so gern, dass er zur See gehen will. Ach, dann fang doch nicht schon wieder damit an. Wir sind nämlich die Eltern. Ja, der Nachwuchs wird flügge. Nun macht hin, ich muss los. Harald! Harald! Der Nächste, bitte. Also Harald Mewes. Nein, so bin ich. Der Kuh ist im Vorschiff. Wenn du eine Kletage verstaut hast, dann kannst du uns bei der Wasserschutzpolizei klar zum Auslaufen melden. Meine Eltern kommen gleich, die sind mit. Da einmal ist immer das erste Mal. Du los, verstau deine Sachen. Herr Petermann. Ja? Ja, komm so an Deck. Ja. Vorsichtig. Ich rieche Zwiebeln. Haben Sie Zwiebeln gelernt? Nee, geschnitten. Ich habe unser Gulasch aufs Feuer gesetzt. Kommen Sie bitte mit. Bei uns gibt es jeden Mittwoch Gulasch. Gut, Mann. Ja. So, hier geht's lang. Rückwärts. Rückwärts, Kurt. Ja, ja, rückwärts. Du, Hedy. Wann gibt es denn was zu essen? Du musst dich schon noch ein bisschen gedulden. Gulasch braucht seine Zeit. Ich habe aber Hunger. Oma, ja? Willst du bitte meine Wäsche abnehmen, wenn sie trocken ist? Ja, warum nicht? Wann musst du denn an Bord? Hinrich ruft noch an, aber ich muss bestimmt gleich nach dem Mittagessen los. Du, Margot, deine Große, die sieht in letzter Zeit so bedrückt aus. Hat sie Ärger in der Sparkasse? Ach was, Gerda, ist wie immer. Oh, Oma, tu mir eine Liebe, frag sie nicht gleich, wenn sie kommt. Du weißt, das macht sie nicht. Ja. Wohl sein. Wissen Sie, Herr Petermann, das mit dem Familienanschluss, das ist ja so wichtig für unseren Harald. Wir wohnen ja in einem kleinen Dorf von 300 Seelen, da ist man ja bald noch eine Familie. Ja, da liebt jeder jeden. Harald, wie hörte sich das denn an?
Wer mit den Petermännern fährt, ist noch nie schlecht gefahren. Wenn Harald seine erste Reise hinter sich hat, dann kann er sich ja entscheiden, ob er weiter zur See fahren will oder ob er in seine alte Lehrstelle zurückgeht in die Schallplattenpresserei. Das hat mein Mann ihm noch besorgt. Nee, die chemischen Dünste, das hält mein Magen nicht aus. Denn schon lieber seekrank. Ja, Familie Mewes, wir müssen. Na bitte. Harald, du gehst zum Wasserschutz und meldest uns klar zum Auslaufen. Weißt du, wie man das macht? Nee, aber das zeigen die mir schon. Na, Alter, reiß mal einen Witz. Deine Frau hat nichts zu lachen. Ja, Herr Petermann, vielen Dank dann auch. Und grüßen Sie Ihre Frau Gemahlin unbekannterweise. Jo, es geht. Hey. Entschuldigung. Kalkuliere Messer hart, Harald Mewes, schwer in Fahrt. Hans Meyer, Schiffsmacher. Ja, ihn hätte ich auch ohne Vorstellung erkannt. Sie? Ja, ihn. An Ihre Sprüche Klopperei. Du bist aber ein ganz Ausgeschlafener, was? Ja, Sie sind aber auch nicht ohne. Nein, wir bleiben jetzt hier stehen, bis der Junge endgültig abfährt. Wir sollen es erwischen. Moin, Hinrich. Moin. Was Miedes? Den Svenborg nimmt der Zucker auf, der Rendsburg. Weitere Fracht wird sich finden. Hier die Papiere. Captain, die Wasserpolizei. Ja, ich komm. Moin. Klar zum Auslaufen mit 180 Tonnen Mais nach Dänemark. Darf ich mal die Papiere? Jo, bitte. Harald, Ausweis. Einmal Hinrich Petermann. Einmal Margot Petermann. Einmal Harald Mewes. Stimmt überein. So. Gute Fahrt. Tschüss denn. Tschüss. Ich mach doch eben bei der Chefin meinen Diener. Die ist noch nicht an Bord. Du hast doch eben dem Beamten ihr Seefahrtsbuch gezeigt. Das ist ja auch da. Du weißt doch, dass ihr alle an Bord sein müsst in der Auslauf. Ja, ich weiß. Ja, wann steigt die Frau dann zu? Heute Abend in Kiel. Du bist vielleicht so ein Dickschädel. Hoffentlich erwischt euch nicht der Wasserschutz. Aber die waren doch gerade eben erst an Bord. Ja, dein Wort um Bayers Gehörgang. Harald, ich schmeiß die Maschine an. Du lässt nachher die Leinen los. Ei, ei, ja. Tschüss, denn, ne? Tschüss. Was macht ihr denn immer noch hier? Wir haben uns doch schon verabschiedet. Wie wollt ihr doch noch winken, Harald? Ihr könnt Verzweifeln. Margot Petermann. Ach, du bist es, Henny. Dann war ich los. Komm, gehen keinen Apparat.
Erstens war ich im Garten, hab die Wäsche aufgehängt. Und zweitens kannst du dich bei deiner lieben Mutter beschweren. Die nimmt dir nicht ab. Wenn die Wäsche fertig hast, kannst du dich auf den Weg machen. Wir sehen uns dann in Kiel. Ja gut, 23 Uhr, ich komm. Du, ist der Jung schon da? Mein Gulasch brennt an. Du, Hinni, mein Gulasch brennt an. Ich muss Schluss machen. Tschüss, Ende. Margot? Ja? Wenn du dein Gulasch noch essen willst, musst du es gleich in einen anderen Topf umschütten. Danke für den Tipp. Tag, Opa. Ja, komm heute mal lieber zu deinen Großeltern zum Essen. Ich komm gleich mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Was ist denn los? Dicke Luft? Ach, manchmal freue ich mich direkt, wenn ich an Bord kann. Ist was, Captain? Schmeckt nur dies Gulasch so oder schmeckt Gulasch immer so? Noch ein Brandenburger drin. Captain, wenn die Wasserpolizei die Musterrolle sehen will, dann kann ich als Bestmann fahren. Was willst du davon? Bestmann ist ein Steuermann ohne Patent. Man liest ja nicht nur Pornos. Halt bloß auf. Du bist ja noch nicht trocken in den Ohren. So laut, deine Großeltern halten Mittagsruhe. Ich bin nur noch hier am Spülen. Margot, tu mir die eine Liebe und stell uns deinen Kindern nicht immer als Halbtote vor. Oma, wenn du halt tot sein willst, sind ja selbst ganz Tote noch lebendig. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist Petermannsche Logik, weiter gar nichts. Ja, das klingt eher nach deiner Werbeagentur. Das heißt hier meiner. Bis jetzt bin ich dann nur als Lohnabhängige tätig. Bis jetzt? Was soll denn das noch heißen? Bis jetzt, das heißt bis jetzt. Du, Margot, wenn du nachher fährst, dann nimmst du für Hinrich den Rest Gulasch mit und ein paar eingelegte Senfgurken packe ich ihm auch mit ein, die Mara doch immer so gerne. Oma, wir haben Verpflegung auf der Henriette. Verpflegung und aus Mutters Küche, das ist doch wohl noch ein Unterschied. Wenn du willst, fahre ich dich nachher nach Hamburg. Ich muss nur noch bei meiner Kasse Bescheid sagen. Danke. Ja, dann packe ich ihm auch noch die rote Grütze mit ein. Au! Mutti, pass auf. Soll denn die Henriette ohne Bestmann fahren? Bei der Henriette genügt doch ein Schäferhund als Besatzung. Karin! So, Captain, rein Schiff gemacht. Sabbel wie so fail. Captain, da drüben das Polizeiboot. Wollen die was von uns? Junge Molen dübeln hier an der Wand. Mein ja bloß. Kümo Henriette! Kümo Henriette! Bitte stoppen Sie! Mensch, wir kommen an Bord! Die wollen tatsächlich was von uns. Schied Chrom. Uns kleine Kümos wie die Hasen. Wir Familienbetriebe sind sowieso schon am Tanzen. Aha. Ein Petermann fehlt also. Wo geht die Fahrt denn hin? Dänemark. Aber ihr wisst doch selbst, nach der Schiffsbemannungsordnung darf ein Schiff erst auslaufen, wenn die Besatzung vollzählig an Bord ist. Ja, soll ich im Hafen liegen, bis die Frau die Wäsche fertig hat? Eine Frau hat im Haus ja auch noch was zu tun. Dann müsst ihr eben jemand anheuern. Anheuern? Gegen D-Mark Stundenlohn. Bei den Frachern heute ist das für uns doch gar nicht mehr drin. Tut mir leid. Vorschrift ist Vorschrift. Sie laufen den nächsten Liegeplatz an und warten, bis Ihr Bestmann an Bord ist. Ja, meine Frau ist ja schon unterwegs nach Kiel. Ach du lieber Gott. Durch den Nordostseekanal mit halber Besatzung. Captain, wir müssen unter die Liberia-Flagge fahren. Den darf nämlich keine deutsche Polizei an Bord. Wer bist du denn? Harald Mewis. Auf Probefahrt zwecks Verwendungsfähigkeit in der kleinen Küstenfahrt. Dein Mundwerk lässt ja hoffen. Sie laufen Brunsbüttel an, schleusen durch und bleiben liegen. Anzeige folgt auf dem Fuß.
Ja, ja, steht im Wind. Mal kurz bei dem Geschäft vorbei, wo ich neulich für dich die schwedischen Gummistiefel gesehen habe. Einverstanden? Naja. Weißt du, dass ich dich jedes Mal wieder beneide, wenn du an Bord gehst? Du kannst auch bei deiner Sparkasse aufhören und mitkommen auf die Henriette. Wir brauchen noch einen Mann an Bord, weißt du ja. Du fang doch nicht schon wieder damit an. Muss man noch mal aussprechen dürfen. Grundbedingung für die Deckslaufbahn als nautischer Offizier und Kapitän auf kleiner und großer Fahrt kein Brillenträger. Aber der Maschinist darf mit Brille. Wenn du noch weiter bohrst, in die Maschine gehe ich nicht. Lieber bleibe ich hinter meinem Bankschalter sitzen. Hat man einen Nachwuchs und doch keinen Nachfolger. Wohl. Einen Grund gäbe es schon, bei der Bank aufzuhören. Nämlich? Wir sind da. Da drüben ist es. Mutti, warte mal. Ich gehe jetzt mal ein Stück und dann beguckst du mich. Und dann sagst du mir ehrlich, ob ich schon einen Berufshintern hab, ja? Was? Berufshintern. Einen breiten Hintern vom ewigen Sitzen in der Bank. Und wenn ja? Dann höre ich sofort auf mit diesem Sitzberuf. Pass auf. Na? Ich will mich hüten, was zu sagen. Nachher heißt es noch, ich habe deine Zukunft auf dem Gewissen. Komm. Meier KG, Berwald? Herr Petermann, wo brennt's denn? Moment, ich stell mal durch zum Chef. Ja? Herr Meier, SOS von den Petermännern. Da läuft mal wieder was quer durch die Last. Ja, Henrik, was gibt's? Aha. Hab ich doch gleich gesagt. Na, wir sehen, was ich machen lässt. Nicht verzagen, Meier fragen. Ende. Frau Berwald. Ich weiß Bescheid. Der Fahrplan. Danke. Bitte. Man denkt ja mit. Ich will aber unbedingt Nichtraucher. Ja, ist das Nichtraucher? Ja. So. Also brauchst du nicht zu warten. Ach was, die paar Minuten machen den Kohl auch nicht fett. Achtung, Achtung, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für eine Durchsage. Das war aber schön, ne? Frau Margot Petermann wird gebeten, sich am Informationsschalter auf Bahnsteig 3 zu melden. Ich wiederhole. Da sind wir mitgemacht. Frau Margot Petermann wird gebeten, sich am Informationsschalter auf Bahnsteig 3 zu melden. Oh, eine Verzeihung. Komm, ich nehme das ab. Ja, Verzeihung, darf ich mal eben? Nehmen Sie, oh, nehmen Sie doch mal den Hund zurück. Ja. Ich bin ausgerufen worden. Westerland 16.04 Uhr, Gleis 9, bitte. Dankeschön. Ich bin hier eben ausgerufen worden. Margot Petermann. Frau Petermann, hier, klar. Ja, eine telefonische Nachricht für Sie. Sie möchten bitte nicht reisen, sondern vorher noch bei einem Herrn Meier anrufen. Hier ist die Nummer, bitte. Danke. Mein Gott, was denn da wieder passiert? Entschuldigen Sie bitte, sind Sie verwandt mit Herrn Petermann und seiner Henriette? Wieso, das ist mein Mann. Wir haben doch unseren Harald gerade dagelassen. Harald Mewes. Ach, Sie sind das? Ja. Das sind ja komische Umstände, unter denen wir uns hier kennenlernen. Ja. Doch, das ist meine älteste Tochter Gerda. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss noch ganz schnell telefonieren. Hamburg-Altona. Achtung, der in Gleis 6 eingefahrene Zug aus Richtung Kiel endet. Tja, also, war nett, Sie kennengelernt zu haben.
Komm, Mutter, unser Zug geht gleich. Nein, ich muss jetzt erst wissen, was mit dem Jungen ist. Da ist doch irgendwas los. Was? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wo fahren Sie denn hin? Nach Hause. Nach Nordhof von Gleis 6. Nee, da fährt meine Mutter auch mit. Gerbach! Alles zurück. Ich muss mal gucken. Frau Petermann, was ist denn jetzt mit Mama? Na, schon was in Sicht? Nee, noch nicht. Captain, mir fällt gerade ein, die Chefin weiß doch gar nicht, wo wir sind. Na ja, Brunsbüttel ist ja nicht so groß. Sie wird uns schon finden. Soll ich zum Bahnhof? Nee, lass mal. Hast recht, ich geh schon. Mewis mitgebracht. Da wird sich Harald aber freuen. Marit, lass das. Du sollst mich nicht immer knuffen. Guck mal, unser Harald! Wie er da steht! Wie ein alter Seebär! Verrat, was wollt ihr denn hier? Tag, Chefin. Tag, Harald. Deine Eltern fahren mit bis Rendsburg. Das liegt für uns auf der Strecke. Und dann haben Sie auch gleich mal einen Eindruck von der christlichen Seefahrt. Harald, Gangway los. Ei, ei, Sir. Mau, mau, mau. Grüßen Sie Kapitän Harmsen von mir. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss.
Der nächste, bitte. Harald Mewes, Schiffspraktikant. Kümo Henriette. Moment, bitte. Was nicht in Ordnung, Harald? Oh Mann, setz dich. Haben Sie Ihr Seedienst-Tauglichkeitszeugnis? Mhm. Ja, danke sehr. Und die Ausnahmegenehmigung der See-BG. Mhm. Ja, danke schön. Wollen Sie die Musterrolle gleich mitnehmen an Bord? Davon hat mir Kapitän Petermann nichts gesagt. Entschuldigung, aber der Junge sollte hier nur seine Unterschrift blasen. Ich sehe das gar nicht so gern, dass er zur See gehen will. Ach, dann fang doch nicht schon wieder damit an. Wir sind nämlich die Eltern. Ja, der Nachwuchs wird flügge. Nun macht hin, ich muss los. Harald! Harald! Der nächste, bitte.